Es könnte bei den Kaisern ein kleines Pattern geben, und zwar bezüglich des Alters. So können wir vielleicht Kaidos Alter schätzen und wann Ruffy ein offizieller Kaiser wird. Whitebeard ist 72 Jahre alt, Big Mom ist 68 Jahre alt, Blackbeard ist 40 Jahre alt und Shanks ist 39. Wenn wir uns die vorderen Zahlen anschauen, haben wir bis dato das Muster 7, 6, 4, 3. Uns fehlt aber noch Kaido, um diese Zahlenreihe fortzuführen. Müsste Kaido also irgendwas mit 50 Jahre alt sein, dann hätten wir 7, 6, 5, 4, 3. Was uns zu dem Punkt bringt, dass Ruffy vielleicht als Kaiser irgendwas mit 20 Jahre alt sein muss. Könnte also sein, dass er im nächsten Jahr schon Kaiser wird. Jedoch gibt es hierbei ein Problem. In einem Jahr passt zwar Ruffy in dieses Muster, aber nicht mehr Shanks. Bedeutet das vielleicht, dass Shanks dann kein Kaiser mehr ist? Vielleicht tot? Was haltet ihr davon? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das kurze Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen und ein Abonnement da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao!